Willkommen zurück zu einer weiteren Folge MotoGP 2017. Wir sind im 2017er Mod unterwegs, Valentino Rossi The Game. Und wir fahren heute mit einem weiteren Fahrer. Und ja, bevor es losgeht, es gab ein Update des Mods. Wir sind jetzt auf Version 1.4. Die letzten Aufnahmen waren auf Version 1.2. Und ja, was sich letztendlich getan hat, ist, dass jetzt die Red Bull KTMs ihre Liveries haben im Spiel. Die sind jetzt nicht mehr komplett schwarz. Und ja, hier und da wurde so ein bisschen was getan bei Iannone beim Lederkombi und auch bei Aleix Espargaró. Da war irgendwie noch das Suzuki-Logo im Helm. Das wurde jetzt auch entfernt. Und ja, ist doch ganz cool, dass da jetzt wieder ein Update oder dass da auch wirklich Updates kommen. Und ja, das werden wir uns dann mal im Rennen dann selber anschauen. Aber wir können es ja schon im Titel lesen. Ich habe nämlich ja, dazu aufgerufen, ein paar Vorschläge einzusenden. Und ja, da sind auch in der Tat ein paar gekommen. Und ja, ich würde ganz gerne, man kann es ja schon im Titel sehen, mit Juan Zarco fahren. Da wurde vorgeschlagen in Aragon. Da haben wir das gute Stück. Ist eine sehr interessante Strecke, finde ich. Aber mal gucken, wie wir uns da im Regen schlagen werden. Gerade mal gucken. Ja, Regen auf jeden Fall. KI schwer. Wir lassen es mal bei drei Rennen. Das fand ich nämlich bisher ganz angenehm. Und dann würde ich sagen, starten wir schon mal. Und achten dann mal auf die KTMs. Ob da auch wirklich die Lackierungen dann am Start sind. Ich habe es vorher noch nicht ausprobiert. Kann auch sein, dass das überhaupt jetzt gar nicht klappt, aber ich Wir denke begrüßen Sie in mal, Spanien, wo im warum Motorland sollte Aragon es das nicht nächste Rennen beginnt. funktionieren? So, gleich gehen wir zur Strecke. Ja, Juan Das Zarco, Rennen wird Yamaha gleich Tech beginnen. Tour, Die Monster Fahrer wissen, dass Energy, all ihre Tech harte Tour Arbeit Team. umsonst war, wenn sie nicht vor ihren Mit Konkurrenten Zarco, aufs mit Ziel kommen. Folger freue ich mich schon sehr, sehr auf die nächste Saison. Ist eine coole Kombination. Ich mag beide Fahrer sehr, sehr gerne. Wir können auch gerne nochmal hier kurz auf das Bike schauen. Also optisch einfach mit Zarco und auch mit Folger sehr, sehr schön. Auch jetzt hier mit diesen Regeneffekten, die da vom Bike da vorne so abprallen. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. So, und dann starten wir mal. Dann gucken wir mal, wo hier die erste KTM auf uns lauert. Das würde ich nämlich ganz gerne dann mal sehen. Boah, Frühbremsen. Und da haben wir schon hier die erste KTM neben uns, Bradley Smith. Und da gehen wir natürlich gleich mal in die freie Kamera. Und das sieht doch schon mal echt ordentlich aus, ne? Das kann man doch echt schon mal so lassen. Es ist natürlich noch nicht die offizielle. Das gilt natürlich auch für alle anderen Teams. Aber ist doch schon mal mega cool, oder? Kann man auf jeden Fall lassen. Und ja, mit der KTM, da werden wir auch in den nächsten Folgen auch mal mitfahren. Das würde ich schon ganz gerne mal machen. Ich weiß jetzt auch gar nicht spontan, welches Team denn dadurch ersetzt wurde. Ich meine, in den gemoddeten Files würde das NGM Forward Team, hieß das so, das Forward Yamaha Team. Das war ein bisschen spät. Da war sogar unser Teamkollege schon Folger. Wir müssen ein bisschen vorsichtig fahren. Gerade auch im Regen. Soweit können wir uns ganz gut hier durchschlingeln. Ja, hier Iannone. Wie schon gesagt, Lederkombi wurde da ein bisschen was noch verändert, aber was es jetzt wirklich war, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Schon wieder blauen Himmel. Hier vorsichtig anbremsen die Kurve. Die ist schwer. Jetzt ja gerade beim Curb so runterknickt. Der kann man gerne mal ausrutschen. So, Pedrosa hier neben. Ah, da gehen wir ein bisschen blöd rein, weil der Pedrosa hat uns die Linie da so ein bisschen zugemacht. Hinten ist noch Iannone, meine ich, dran. Oh, da holt aber hier ein Windschatten. Oh, ich sind mal aber spät auf der Bremse. Boah, das klappt noch. Alles gut. So, beide Ducatis, beide Yamahas und den Marc Marquez.
mit am Start und oh, der Lorenzo hier, der hat uns ein bisschen ausgebremst. Für einen kurzen Moment war ich sehr überrascht, Lorenzo Ducati, ja? Aber das ist der 2017er Mod. So sieht es nächstes Jahr aus. Und ich habe auch heute auf YouTube entdeckt, auch ein MotoGP-Mod, allerdings 2016, in MotoGP 2. Also wirklich in den zweiten MotoGP-Teil reingemoddet. Das sah wirklich sehr, ja, merkwürdig aus. Aber die, ich weiß nicht, ich spiele MotoGP auch schon seit dem ersten, seit dem allerersten Teil. Und ich weiß nicht, ich kann mir das eigentlich nicht mehr geben heutzutage. Den ersten Teil vielleicht noch, aber die danach, ich weiß nicht, so die Kameraführung und so. Das waren aber auch nur ein paar bestimmte Titel, wo dann die Kamera so richtig blöde durch die Kurven so mitgeschwenkt ist. Ich weiß nicht. Das gefällt mir gar nicht. Boah. Gerade so reingebremst. Nur der Vignale hier, glaube ich. Na, oder ist es doch Rossi? Ich kann es gerade nicht erkennen. Muss ich ehrlich gestehen, ist es doch Rossi. Oder drängeln aber hier. Du bist so so. Geniales Rossi. Aber es macht mega Laune hier, dass sich hier so diese Krüppchen halt eben bilden. Sehr, sehr cool. Na, ich glaube, ein bisschen zu früh gebremst. Ja, vorsichtig ran. Letzte Runde jetzt, wohlgemerkt. Haben aber eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition. Soweit. Hier kommen die überall gut durch. Ja, das sieht man auch am Abstand. Hier wieder ein bisschen zu spät rein. Nicht zu krass rausbeschleunigen hier. Man muss ja schon recht präzise fahren. Klappt aber alles wunderbar. Jetzt haben wir noch die lange Gerade. Und dann der Linksknick. Mal gucken. Top Speed. Aber ich glaube, die stehen sich da hinten eher ein bisschen selber im Weg. Ich glaube, wir sind soweit durch. Schön rausbeschleunigen. Und dann haben wir das Ding in der Tat gewonnen mit Juan Zarco auf der Tech Tour Yamaha. Auf den Kundenbike von Yamaha. So, das klappt nicht. Vinales Rossi, Dovizioso Marquez, Lorenzo auf 7. Alex Rins, Iannone 9 und 10. Ja, das ist MotoGP 17. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt über die ganzen Namen, über dass es alles ein bisschen neu ist. Aber es macht unwahrscheinlich Spaß, wieder MotoGP zu spielen. Hier können wir noch mal ein bisschen die Replay laufen lassen. Weiteres Rennen im MotoGP 2017 Mod. Und ich denke mal, in den nächsten Folgen werden wir uns auf jeden Fall jetzt, da die KTM die Lackierung hat, werden uns das Ganze mal anschauen. Ich möchte Suzuki auf jeden Fall nochmal fahren. Und auch nochmal ganz gerne Aprilia. Eigentlich möchte ich jedes Team fahren, sagen wir es doch gleich so.
Aber nun gut, ja, das war eine weitere Folge MotoGP. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne noch irgendwelche Vorschläge, Kombinationen in die Kommentare reinschreiben. Absolut kein Problem, mache ich gerne. Und ja, bis zur nächsten Folge.